Heute zeige ich dir den digitalen Kompass deines Mantis II Tauchcomputers. Eines der herausragenden Features des neuen Mantis II ist sein digitaler, neigungskompensierter Kompass. Er zeigt die Peilrichtung in Grad an. Norden wird auf dem Einstellring übersichtlich mit einem Pfeil angezeigt. Großartig, um sowohl über- als auch unter Wasser zu navigieren. Schauen wir uns an, wie der Kompass funktioniert. Mit dem rechten oberen Knopf blättern wir durch das Menü. Stoppuhrmodus, Sportmodus, Höhenmesser und nach dem vierten Drücken erscheint der Kompass. Das Display zeigt Use Compass und die drei Pfeile zeigen auf dem inneren Ring auf die Markierung COMP. Drücke den Select-Knopf und der Mantis II zeigt die aktuelle Peilung an. Sehr praktisch, um herauszufinden, in welche Richtung du gerade tauchst oder gehst. Einfach und schnell. In meinem Fall beträgt die Peilung aktuell 221 Grad. Als nächstes kannst du die Deklination einstellen. Das ist die Differenz vom magnetischen zum geografischen Nordpol und abhängig davon, wo auf der Welt du dich gerade aufhältst. Die Einstellung ist nötig, um die maximale Genauigkeit des Kompasses zu erreichen. Die Deklination für deinen Standort findest du am einfachsten im Internet heraus, beispielsweise auf www.magnetic-declination.com. Jetzt kannst du einstellen, wie lange der Kompass aktiv bleiben soll, bevor der Computer zum letzten Bildschirm im Tauch- oder Oberflächenmodus zurückspringt. Wähle eine Zeitspanne zwischen 5 und 60 Sekunden oder bestimme, dass der Kompass so lange anbleiben soll, bis du ihn mit einer Taste deaktivierst. Das ist vor allem sinnvoll, wenn du beispielsweise Unterwasserforschung oder Ähnliches betreibst. Drücke den Select-Knopf und die Anzeige beginnt zu blinken. Mit den Up-and-Down-Tasten kannst du nun auswählen, wie viele Sekunden der Kompass angezeigt werden soll. Aktivierst du statt einer bestimmten Sekundenzahl den Modus Push, bleibt der Kompass so lange eingeblendet, bis du den Auswahlknopf betätigst und so den Kompassmodus manuell beendest. Perfekt beispielsweise für Navigationsübungen. Diese Funktion gibt es übrigens auch bei unseren Tauchcomputern Galileo Sol und Luna. Actually tell it I want it to come out again, or I can set it for 10, 30, 60 seconds. Bevor du den Kompass des Mantis II verwendest, solltest du ihn kalibrieren. Im Display erscheint Calibrate und auf dem inneren Ring ist Comp markiert. Drücke den Auswahlknopf, sodass im Display Start Horizontal steht. Bei der Kalibrierung ist es extrem wichtig, dass du eine komplette 360-Grad-Drehung durchführst. Dieses Prozedere kennst du vielleicht, falls dein Smartphone ebenfalls einen digitalen Kompass hat. Die Kalibrierung ist bei vielen digitalen Geräten notwendig. Drücke nochmal den Auswahlknopf und die Anweisung Rotate Horizontal erscheint. Jetzt drehst du den Mantis langsam einmal im Kreis. Halte ihn dabei möglichst gerade. Sobald du am Ausgangspunkt angelangt bist, drückst du wieder den Auswahlknopf. Im Display steht nun Start Vertical. Drehe den Computer nun auf seine Kante und bewege ihn in dieser Position 360 Grad um seine Achse. Wenn du fertig bist, drücke wieder den Auswahlknopf. Jetzt ist dein Kompass für die aktuelle Region kalibriert und du kannst ihn für eine sehr präzise Navigation für alle Aktivitäten über und unter Wasser einsetzen. Egal, wohin du dich bewegst, der Mantis II zeigt dir die richtige Richtung.